Moin Leute, heute dreht sich nochmal alles um den Netflix-Film Der Schacht. Ja, hier gibt es nämlich wieder nerdige Spoiler. Ich werde nämlich euch das Ende aufschlüsseln und was uns überhaupt der Film vermitteln möchte, das seht ihr nämlich jetzt in einer neuen Folge Nerdschule. Ich bin Dennis und das ist Nerdtaste. In einer dystopischen Zukunft hausen Gefangene hungernd in übereinander gestapelten Zellen, vor denen die Nahrung von oben nach unten herabgelassen wird. Dabei bekommen die oberen Gefangenen stets etwas ab. Die weiter unten sind ausgehungert und reagieren immer radikaler. Dabei geht der Zuschauer auf die Reise mit dem Protagonisten Gureng. Dieser wacht immer wieder auf verschiedenen Ebenen zusammen mit einer weiteren Person auf und muss sich selbst immer wieder beweisen. Ja Leute, unter der Regie von Gaila Gastelu Urrutia ist Der Schacht eine soziale Allegorie auf die Menschheit in den Zeiten von Dunkelheit und Hunger. So kann man das mal kurz und knapp nochmal abkürzen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt weitermachen, wie ich das Ende gesehen habe. Der Protagonist Gureng wacht in einer Zelle mit einem Mann namens Baharat auf, der ein Seil mitgebracht hat, um hochzuklettern. Aber die oben genannten lassen ihn nicht aufsteigen. Daher beschließen die beiden, nach oben zu kommen. Dafür rationieren sie das Essen für fast jede Ebene und die Panna Cotta soll als Botschaft für das kaputte System dienen. Somit fahren sie nur mit der Plattform hinunter in den Abgrund, um später wieder hochzufahren. Als sie aber am Boden ankommen, entdecken sie Mihaos Kind, das tatsächlich als Mädchen dargestellt wird und zeigt, wie sich die Dinge verdreht und verändert haben. Sie geben ihr das Dessert zu essen, das sie die Botschaft mit sich trägt. Nach Baharats Tod setzt Gureng das Kind auf die Plattform und es reist zurück nach oben. In diesem Film gibt es einige Erklärungen für euch. Fangen wir aber erstmal mit den ganzen Metaphern an. Wir sehen im ganzen Streifen die Säulen der Gesellschaft, die aber so nicht funktionieren. Wer oben ist, handelt egoistisch und sorgt sich nicht um seine Mitmenschen. Es fördert das unsoziale Verhalten. Einfach gesagt, friss oder stirb, ist in der Klassengesellschaft die Devise. Zudem ist Rassismus ein Gift. Wir sehen dieses in einer späteren Szene. Der Protagonist Baharat wird wegen seiner Hautfarbe diskriminiert und zudem noch angekotet. Muss man mal ganz ehrlich sagen, das war schon eine krasse Szene, wie ich finde. Es zeigt die Schere zwischen Arm und Reich, muss ich euch einfach so sagen. Und natürlich das wahre Gesicht der Klassengesellschaft. Aber das Wichtigste am Schluss ist die Botschaft, die Gureng an uns übermitteln möchte. Kinder sind unsere Zukunft und sollen uns lehren, dass es andere Wege gibt, um man die bisherigen Routinen ändern kann. Daher möchte man das kaputte System bei Ebene 0 wissen lassen, was in unserer Klassengesellschaft schiefläuft. Dass man auch Dinge ändern kann, aber auch wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen, um dies zu erreichen. Wobei es dann aber noch zwei Erklärungen gibt, die mir so stark aufgefallen sind und die werde ich euch nämlich jetzt erzählen. Wem ist es auch noch aufgefallen, dass natürlich der Schacht auch wieder den Roman Don Quixote widerspiegelt? Gureng nimmt sich ja das Buch mit in seine Zelle, was meiner Meinung nach natürlich auch ein bisschen Absicht war, was auch der Regisseur und der Drehbuchautor natürlich auch nochmal widerspiegeln. Weil, ganz wichtig, erstmal sieht Gureng als Protagonist sehr den Romanhelden ähnlich aus. Und natürlich kommt noch dieser Auszug aus dem Buch hervor, dass er eines Tages selbst ein fahrender Ritter werden will, um sich todesmutig in Abenteuer und Gefahren zu stürzen, das Unrecht zu bekämpfen und ewigen Ruhm an seinen Namen zu heften. Und man muss sich auch noch sagen, die Zitate passen auch wundervoll dazu. Das beste Gewürz von der Welt ist der Hunger. Und da dieser den Armen nicht fehlt, so macht diesen das Essen immer Vergnügen. Oder Nummer 2, die Narrheit hat gewiss mehr Genossen und Schmarotzer als die Gescheitheit. Und man muss auch sagen, zudem ist natürlich das auch so im Roman, ist das auch hier, dass natürlich der Protagonist und natürlich der Romanheld sterben. Man muss aber auch sagen, einiges Mal driftet natürlich der Schacht sehr in das Religiöse hinein und dazu ist einfach die Zahl 333 und 666 so ein bisschen im Vordergrund und das sind natürlich biblische Zahlen. Zur Bedeutung der 333 ist es eine Engelzahl und das bedeutet natürlich, in dem Sinne, die Engelzahl 333 symbolisiert Hilfe und Ermutigung. Es bedeutet, dass deine Engel in der Nähe sind, bereit zu helfen und dir zu versichern, dass deine Pläne gut laufen. Es sendet die Botschaft, dass deine Gebete erhört wurden und 333 bedeutet, dass das, worum du gebeten hast, auf dem Weg zu dir ist. Also sprich, eigentlich ist Mihaos Kind, nämlich die Botschaft und er hat natürlich das jetzt halt, die Engel so drum gebeten, dass sie jetzt nach emporsteigt und diese Botschaft darstellt. Kurz und knackig gesagt. Natürlich sind wir dabei, es gibt 333 Ebenen, sprich es sind 666
Insassen. Natürlich bei jeder Ebene, wo es natürlich Tote gab, ist die Plattform weiter runtergefahren, ist ja logisch. Und man muss dazu sagen einfach, die Zahl 666 ist die dreifach potenzierte Zahl des Menschen. Hinter der 666 versteckte sich demnach ein böser Mensch, der gottgleich sein möchte. Man kann es einfach so sagen, das Gefängnis soll die Hölle darstellen. Und natürlich die Ebene 0, wo sie ja hochfahren soll, ist wohl der Himmel. Aber die Zahl 0 ist natürlich auch, steht für Erfolg und Ruhm. Also so kann man das ein bisschen darstellen, dass man natürlich das zeigen möchte, das System läuft ja nicht, das ist ja sein Ziel. Und darum ist nachher Miharus Kind die Botschaft. Darum lässt einfach Okureng halt das Kind nach oben emporsteigen in den Himmel. Ja, und andere Fragen gab es auch noch. Warum hatte Miharu ihr Kind nicht getroffen? Vermutung ist von mir, dass sie wahrscheinlich in dem Wechsel, dieser Plattformverschiebungen oder wenn es halt vorbei war, sie haben ja die Insassen andere Ebenen bekommen, dass sie wahrscheinlich immer eine Ebene über ihr war. Also so sprich, weil sie ist ja nur mal runtergefahren und Miharus Kind war vielleicht immer einer über ihr. Oder es gab sie halt nicht. Natürlich ist alles ja auch teilweise auch Spekulationen und Theorien. So habe ich das halt auch gedeutet und muss auch sagen, ganz wichtig, natürlich vergesst nicht euer Samurai Plus. Und es ist trotzdem ein offenes Ende. Und ich würde vermuten, wie gesagt, Goreng ist tot. Sie ist hochgefahren. Und man muss einfach nur die Bedeutung wissen, was uns dieses Ende sagen möchte, sage ich mal jetzt so eine Art. Ja, da bin ich schon am Ende. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr Bock habt auf weitere so eine Videos, könnt ihr gerne natürlich abonnieren. Ansonsten bleibt gesund. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.